Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Legung, ein Daily Tarot. Wann immer dich diese Botschaft erreicht und du fühlst dich davon angesprochen, ist sie auch für dich bestimmt. Und meine Lieben, diese Legung beginnt heute mit einer kleinen Anekdote aus meinem Leben, denn die Energien, die hier liegen, aus dem Lenormand, die Mäuse und der Tod aus dem Tarot, ja, diese Botschaft, die hier weitergegeben werden möchte, sie kam heute schon eben sehr klar zu mir durch. Und eigentlich wollte ich heute mit den Sternzeichen für Mai beginnen, denn der Mai soll ja ein richtig, richtig, richtig toller Monat werden. Und der Tod findet aber heute in oder generell hier gerade als Energie seine Rolle, seine Positionierung. Denn ich habe ja jetzt vor kurzem erst hier diesen neuen Tisch gestaltet und habe mir dabei ein paar Efeuzweige aus dem Wald geholt, zusätzlich zu dieser Pflanze. Und aus irgendeinem Grund schaffen die das nicht. Ich habe sie hier eingepflanzt, sie haben auch Wurzeln, aber sie sind alle vertrocknet. Das Stirb- und Werde-Prinzip von Skorpion. Und ich möchte mit keinem Sternzeichen mit dieser welken Energie in den Mai starten. Und trotzdem soll ich heute noch eine Legung machen an diesem Tisch. Morgen werde ich den umgestalten. Es nagt etwas an uns. Das ist die Botschaft der Mäuse. Das ist übrigens das Floralis Lenormand. Themen nagen an uns. Ängste, Zweifel, Situationen. Ne? Jeder hat, also sehr viele von uns haben das Gefühl, dass diese Lenormand-Karte repräsentiert. Und ich hatte heute eine Begegnung mit einer toten Maus und einem ganz krassen Gefühl. Und zwar, meine Lieben, mir ist heute was Schlimmes passiert. Wenn du zart beseitet bist, dann kleine Triggerwarnung an der Stelle. Ich habe ja vor ein paar Tagen hier mit meinem Dad meine Wohnung mäusefrei gemacht. Ich wohne in einem Reitstall und ich hatte einfach ein kleines Problem mit Mäusen, die in meine Wohnung finden, und ich habe das jetzt bereinigt. Ne? Wir haben die Löcher zugemacht, und für mich war das sehr symbolisch gesprochen eben auch, dass die Themen, die an mir nagen, jetzt gehen dürfen. Und heute Morgen gehe ich auf meinen Balkon raus, auf meine Dachterrasse, und da haben wir die Mäusefallen rausgestellt, die ich ja nicht mehr brauche. Und es ist leider eine Maus in diese Falle gelaufen. Und das ist jetzt eine Woche nicht entdeckt worden und sie ist da drin leider gestorben. Und das hat mich heute Morgen richtig krass mitgenommen. Ne? Ich bin schuld. Natürlich war es ein Versehen. Es war auch kein Futter mehr drin in dieser Falle. Also keine Ahnung, vielleicht hatte diese Maus ein gutes Gefühl, eine gute Assoziation zu dieser Falle, weil ich immer sehr lieb mit meinen Mäusen umgegangen bin. Aber sie ist leider da drin eben gestorben. Und es hat bei mir heute so krasse Schuldgefühle rausgeholt. Ne? Und nichts passiert ohne Grund. Also wir haben jetzt diesen Vollmond in Skorpion, der genau diese Themen, das was an uns nagt, jetzt nochmal wirklich, ich sage jetzt mal, das, was gehen möchte, das, was sterben möchte, das, was von deiner Seele losgelassen werden möchte, dass es irgendwie nochmal so deutlich in Erscheinung tritt. Ne? So wie die Begegnung mit meiner toten Maus und den ganzen krassen Gefühlen, die das in mir heute ausgelöst hat. Ne? Und Skorpion ist ein Wasserzeichen. Es geht darum, welche Gefühle wir gerade durchleben und auch zulassen, ne? So, sie nicht wegdrücken, denn jedes Gefühl, alles, was unsere Seele transformiert, braucht ein Ventil, es muss raus aus unserer Seele. Also müssen wir in der Hingabe sein, ne? Skorpionenergie, Plutoenergie, das ist Hingabe. Wir müssen uns diesen unangenehmen Gefühlen, diesen Botschaften, die das Universum gerade hat, stellen, um sie zu transformieren und um sie wirklich vollständig loszulassen. Denn wir alle wollen mit neuer Energie, mit neuem Leben, mit frischem Efeu in den Mai starten. Und deswegen, meine Lieben, habe ich das Gefühl, dass eben dieser Skorpion-Vollmond jetzt wirklich nochmal eine ganz, ganz, ganz krasse Botschaft an uns hat.
was losgelassen werden möchte. Ne? Vollmond ist eh Loslassenergie, Skorpionenergie ist Loslassenergie und der Skorpion-Vollmond ist einfach immer ein, finde ich, ein ziemlich intensiver Vollmond. Also, ich habe zwar schon eine Legung zu diesem Vollmond gemacht, aber die Maus kam heute zu mir und hatte diese Botschaft nochmal: Mein Lieben, befreie dich von Negativität, der Vollmond in Skorpion. Nimm dir Zeit zum Ausatmen. Alles braucht ein Ventil. Es muss, ne, nimm dir Zeit für diesen Prozess. Transformation ist ein Prozess. Lass es raus aus deiner Seele. Nichts ist in Stein gemeißelt. Liebes Universum, welche Botschaft hast du gerade an uns, an alle, die diese Energie des Nagens spüren? Ach ja, ich wollte euch die Mäuse noch vorlesen, fällt mir gerade ein. Ja, lass die nicht von Vergangenem bremsen. Perfekt, meine Lieben. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Für diejenigen, die genauso wie ich noch nicht so bewandert mit dem Lenormand sind. Verlust, Sorgen, Nervosität. Die Lenormand-Karte, die Mäuse, symbolisiert Verlust, Diebstahl, Sorgen und Ängste. Diese Karte weist darauf hin, dass du heute möglicherweise Verluste erleben könntest. Es sei es in Form von Geld, Gegenständen oder sogar Energie und Vitalität. Sie kann auch darauf verweisen, dass sich ein Problem und dass sich Probleme und Sorgen im Leben vermehren oder dass dir etwas gestohlen wird. Nee, okay, das nehme ich anders wahr. Ich nehme wahr, dieses, ne, Verlust, Sorgen, Ängste, auf jeden Fall. Aber diese Karte weist darauf hin, dass du möglicherweise einen Verlust erleben könntest. Den Verlust der Mäusethemen. Und das ist etwas Gutes. Wir haben Jupiter und Uranus im Rücken. Ne? Wir dürfen jetzt wirklich positiv denken und ans Gute glauben. Daran, dass alles, was gerade passiert, zu einer positiven, ne, zu einem positiven Wendepunkt führt in unserem Leben. Wir verlieren, wir haben die Chance, diese Themen zu verlieren. Ne? Das Haus mäusefrei zu bekommen. Und es ist nicht so einfach wie gedacht. Ne? So, ich habe gedacht, okay, ich spachtel jetzt hier alle meine Löcher zu. Und dann ist das Mäuse-Thema aus meinem Leben. Aber nein, ich musste es nochmal richtig krass fühlen, denn ich hatte für mich ganz persönlich eine Assoziation mit den Mäusen. Ich habe gewusst, warum die Mäuse in meine Wohnung kommen, was sie für mich ganz persönlich für eine Thematik bringen. Und ich habe sie rational weggemacht, aber ich musste noch einmal durch ein Gefühl durch Schuld. Schuld ist ganz krass im Feld gerade. Das Thema, ja, Schuldgefühle. Ich bin nicht schuld oder wie auch immer. Oder du bist schuld. Das sind irgendwie ganz krasse Themen, meine Lieben, die wirklich gerade gehen wollen, weil sie uns bremsen. Weil, ne, weil sie uns von dem, was jetzt möglich ist, und ich erzähle es euch die ganze Zeit, ich weiß, ich erzähle euch das seit Jahresanfang, was für ein grandioses Jahr das wird. Und keiner von uns oder die wenigsten von uns haben das in den ersten Wochen und Monaten zu spüren bekommen. Ne? Ich weiß, ihr sagt mir das Gott sei Dank und ich merke es auch. Es ist auf jeden Fall schon eine positive Entwicklung spürbar für viele, aber der große Boom, der große Knall kommt noch. Und der Skorpion-Vollmond ist hier, oder es ist gerade wirklich so wichtig zu erkennen, was bremst mich denn? Wo bremse ich mich selber? Welches Gefühl hemmt mich, bremst mich? Welche Angst lähmt mich? Okidoki, meine Lieben. Die Mäuse. Liebes Universum, eine Botschaft hier. Ja. Die sieben Schwerter und das Gericht. Die sieben Schwerter ist eine Mäuseenergie. Etwas aus der Vergangenheit verfolgt dich noch. Aber das ist ja wirklich.
This is the time, höre ich gerade. Das ist die Zeit, es abzustreifen, es zu erkennen, es zu verwandeln, es zu transformieren. Was sind denn die Mäuse, die sieben Schwerter? Krass. Meine Lieben, diese beiden Karten, ne, repräsentieren exakt dieselbe Energie wie hier oben. Beachtung, Erfolg, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Mut, ne, sich auf eine Bühne zu stellen, ist mutig. Das sind die Mäuse. Aber auch sehr viel mit Aufmerksamkeit, mit gesehen werden, mit eine Karte noch zu den Mäusen, zu den sechs Stäben, der König der Schwerter. Ja, ganz ehrlich, hier liegt auf jeden Fall die Energie, wie man von anderen wahrgenommen wird. Hier liegt irgendwie, ich muss es so hinlegen, ne? So, wie man von anderen wahrgenommen wird, aber auch wie man sich zeigt. Ne? So. Aber keine Ahnung, ne? Das war intuitiv. Ich habe den König der Schwerter über dich gelegt. Das kann irgendwas mit Beurteilung sein. Wie du mal beurteilt wurdest, was immer noch an dir nagt. Ne? Das kann eine Vaterfigur, eine Vorbildrolle sein oder keine Ahnung, irgendwie ist hier ja, wie man wahrgenommen wird. Wie man gesehen wird. Wie man sich selber verkauft. Ne? So. Viele von uns verkaufen sich ja auch selber unter Wert, weil der Mut fehlt oder wie auch immer. Interessant. Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine krasse Transformation. Die neuen Münzen. Be yourself. Die Herrscherin. Ja, hier sind auf jeden Fall Blockaden in der Selbstwahrnehmung, meine Lieben, die jetzt sichtbar werden können. Ne? Das ist absolute Sichtbarkeit. Blockaden in der Selbstwahrnehmung, in der eigenen Wahrnehmung. Eine Blockade zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Eine Karte zu den, ja, brauche ich nicht, der Gehängte. Eine Karte zu den zwei Schwertern wollte ich haben. Und da hatte ich es gestern in der Wochenbotschaft drüber. Es geht nicht darum, ins Außen zu schauen. Ne? So, der Perspektivenwechsel, der findet in uns statt. Der Perspektivenwechsel findet in uns statt. Wie wir uns wahrnehmen, so verkaufen wir uns. Und wie wir uns verkaufen, werden wir wahrgenommen. Ne? So. Also alles führt zurück zur Selbstwahrnehmung. Und da gibt es etwas, was an dir nagt und was dich bremst. Und das gilt es jetzt wirklich dieser Energie ein Ventil zu geben, um dich davon lösen zu können, um wirklich in deine, ja, hier Selbstwert und Selbstliebe. Eine neue Perspektive auf Selbstwert und Selbstliebe transformiert das, was im Außen das, was du im Außen suchst, hier liegt ein bisschen ja, ich weiß nicht. Eine Karte noch zu den sechs Stäben, ne? Die sechs Stäbe, das ist Erfolg, das ist, ich betrete meine Bühne, ich bin der Star in meinem Leben, ne? Here I am. Und heute nehme ich einen ganz anderen Impuls dazu wahr. Ne? So, heute habe ich das Gefühl, sie ist needy, keine Ahnung warum, also sie ist in einer Bedürftigkeit. Sie braucht diese Bestätigung von außen, um irgendein Gefühl zu füttern, das möglicherweise verdrängt ist. Ne? So, aber ich habe es gerade gesagt. Skorpionenergie ruft uns auf, diese Verdrängung loszulassen und zuzulassen, Hingabe zu sein und all diese Gefühle hochkommen lassen. All diese Sorgen, diese Zweifel, diese Ängste. Weil nur wenn sie sichtbar werden, nur wenn sie, da liegt immer so eine ganz krasse Bewusstseinserweiterung, nur wenn sie an unser Bewusstsein treten, haben wir die Chance, sie loszulassen und sie wirklich zu verändern.
wirklich etwas zu verändern. Also hier liegt eine ganz, ganz, ganz krasse Begegnung mit sich selbst nochmal. Meine Lieben, ich glaube, ich lasse das hier so stehen für den Moment. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehe. Ne? Ihr wisst, meine Legungen sind super intuitiv. Ich steige hier einfach tiefer ein. Ich versuche, diese Blockade abzuklären. Ich versuche zu erkennen, wie sich diese Mäuse vielleicht gerade repräsentieren in deinem Leben. Aber am Ende des Tages, I go with the flow. Und wenn du dich hier angesprochen fühlst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du das auch in der Zusatzlegung tun wirst. Genau, zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Ich würde mich sehr freuen, dich in meiner Soul Family begrüßen zu dürfen. Alles, was du dazu wissen musst, findest du unten in der Infobox. Für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, es gibt eine Mondknotenachse, es gibt ein karmisches Thema. Die Mondknotenachse sagt immer etwas darüber auf, welche Aufgabe haben wir gerade. Und die Aufgabe, die wir gerade haben, ist, uns zu lösen. Mondknotenachse auf Widder, Waage. Ne? So. Uns zu lösen und dadurch anders wieder, also, und dadurch anders wieder in Beziehung zu gehen. Etwas von uns loszulassen, um wieder in Beziehung zu gehen. Einen Bezug zu haben. Ne? Zur Wahrhaftigkeit, zur Authentizität, zu sich selbst, ein Bezug zu sich selbst. So. Also, du hast gerade eine Aufgabe zu erkennen, was aus deiner Vergangenheit noch an dir nagt, dich noch verfolgt, dich noch irgendeine Art von Macht über dich hat, energetisch betrachtet, was dich davon abhält, dich ausbremst. Wirklich in diese Sechs-Stäbe-Energie zu kommen. Und es hat etwas mit dir selbst zu tun. Die zwei Schwerter liegen absolut bei dir selbst. Ne? Verdrängung, Blockaden, Ängste, die einen lähmen, keine Ahnung, fehlende Entscheidungsfähigkeit. Ne? Das ist ehrlich gesagt auch manchmal ein Thema von Frauen, nicht von allen, aber so dieses in die eigene männliche Kraft kommen und ne? So, gestalten und walten. Nee, wisst ihr was? Der Gehängte bleibt zwar hier, aber ich kläre doch noch eine Karte zu den zwei Schwertern ab. Eine Karte noch zu den zwei Schwertern. Yes, yes, I love it. Meine Lieben, Rat des Schicksals, acht Kelche. Ritter der Münzen, wow. Ritter der Münzen, König der Kelche, Königin der Kelche, der Stern, Owaski. Okay. Jupiter. Ne? So, das, was gerade passiert, ist wirklich sehr, 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 sehr schicksalshaft. Ich habe es gestern in der Wochenbotschaft gesagt, dass viele von uns sagen werden, der April hat etwas in Gang gesetzt, hat mich auf eine Reise geschickt, die mich am Ende des Tages möglicherweise mit ein bisschen Arbeit, mit ein bisschen Geduld, mit ein bisschen Zeit, die da vergeht, genau dahin führt, wo meine Seele mich hinruft. Selbstliebe, Liebe im Außen, Heilung, Hoffnung, Inspiration, Vision, Wassermann-Zeitalter, name it, wirklich. Hier liegt unglaublich viel Energie. Und sind wir in dieser Entwicklungsphase, wo die Themen, die heilen wollen, sichtbar werden. Sichtbar werden. Meine Lieben, das ist ganz große Sichtbarkeit in uns. Wir haben vielleicht im Außen nach den Antworten gesucht. Jetzt haben wir eine Chance, die Antworten im Innen zu erkennen und damit diese Entwicklung anzustoßen, die wir uns wünschen. Hier liegt, ich weiß nicht, was du dir wünschst, was du gestalten willst. Aber auch du hast ja irgendwelche Wünsche, irgendwelche Visionen, irgendwelche Ziele für deine nächsten Jahre oder im besten Fall fängst du jetzt an, welche zu gestalten. Stierzeit, perfekte Zeit. Träume brauchen einen Plan, ne? So. Fängst du jetzt an, eine Vision von deinem Leben zu zeichnen, von den Beziehungen, die du führst, von den Menschen, von den Gefühlen, die du fühlen willst, von dem, was du tun willst, Daily Business Energie
Und es beginnt mit etwas, was du in dir selbst jetzt erkennen kannst. Erkennen kannst und prozessieren, durchlaufen lassen kannst, damit es geht. Damit die Vergangenheit, die dich bremst, energetisch betrachtet, hier endlich diesen Turn nimmt, den du dir wünschst. Meine Lieben, I truly, truly, truly love it. So, ich muss es jetzt ein bisschen anders hinlegen, damit es nicht ganz so aus dem Bild abgeschnitten ist. Das war jetzt gerade alles so intuitiv. Okay, gut, meine Lieben. Sich anders verkaufen, andere Resonanzgruppe. Ne? So, whatever. Ich lasse das jetzt hier so stehen. Meine Lieben, ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für dich. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.